zack, boom, Skywalker, dann stehst du bekommst den nächsten und ja, wahrscheinlich ersten Mail Day diesen Monat, Januar und wahrscheinlich auch Jahr 2017, genau, auf jeden Fall heute das erste Mail Day, sehr cool auf jeden Fall. Von der guten alten Tanja Kaufmann, ja, die ist auf jeden Fall unten nochmal verlinkt. Und ja, warum in den letzten Tagen keine Videos gekommen sind, ganz einfache Erklärung, ich war krank. Ihr hört es wahrscheinlich immer noch ein bisschen, meine Nase ist ein bisschen noch verstopft. Und ja, aber fit auf jeden Fall jetzt Videos wieder zu drehen. Und ja, ich habe auf jeden Fall noch 2 Videos in meiner Upload-Liste. Ja, das FIFA-Video. Und noch Booster Unboxing, also von Matchtex. Und ja, auf jeden Fall heute wieder Mail Day, das ist cool, ich bin gespannt, was drin ist. Ja, wie gesagt, jetzt Kanal habe ich unten nochmal in die Videobeschreibung verlinkt von der guten Altanja. Und ja, 5 Briefmarken sind drauf, Leute, das ist cool. Wenn ihr mir auch was zuschicken wollt, auf jeden Fall hier an Max Strauß 120 327 010 04 Dresden. Und ja, Leute, da würde ich sagen, einfach mal aufreißen hier. Schere habe ich jetzt nicht parat, aber das ist ja, glaube ich, jetzt egal. Ja, machen wir das einfach mal auf hier. So, zack, boom. So, mal gucken, was hier Schönes drin ist. So, Leute. So, uiuiuiui, sehr, sehr cool. Ist da was drin hier? Ja. Sehr, sehr cool. Okay. So. So, das war's dann hier mit dem schönen Brief. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit dem Brief an hier. So. Was steht denn hier so alles Schönes drauf? Ja, vorlesen. Ja, vorlesen, genau. Hi Max, danke für den Tausch. Mach weiter mit deinen Videos und bleib wie du bist. LG Tanja Sammelkarts. Sehr, sehr cool. Ja. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, den Brief habe ich auf jeden Fall auf. Sehr, sehr cool. Ja, Sammelkarts heißt der vom Tanja der Kanal. Könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja. Damit würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit den Stickern hier an. Also sehr, sehr cool eingepackt, wie ich finde. Entschuldigung, ich will das eigentlich gar nicht aufreißen. Aber das ist wirklich sehr cool eingepackt, wie ich finde. Aber ja, machen wir das mal einfach mal aus. Hier extra circa 80 Sticker, viel Spaß. Ja, werde ich auf jeden Fall haben. Wird es auch den nächsten Map-Update geben, Leute. Also seid da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. So, das gute alte Tanja hat mir auch schon mal was zugeschickt. Das war im Dezember oder so. Schluss war im Dezember, ne? Ja. Oder November, jetzt auf jeden. So. Zack, boom. Das ist ja cool. So, fangen wir mal an mit hier von England, Chris Smalling. Gary Cahill, auch von England. John Stones von England. Steve Davis von Nordirland. Michael McGovern und Gunnar McLaughlin oder so. Gareth McAuley und Johnny Evans, genau. Jamie Ward und Oliver Nordwood. Nordirland wieder Roy Carroll. Chris Baird. Nordirland. Nordirland Aaron Hucks oder Hooks. Conor McLaughlin oder so. Johnny Evans wieder. Cool. Greg Kaufkurt. David Alaba, sehr, sehr cool. Vom FC Bayern München, der gute alte Junge. Florian Klein. Ich bin bei Stuttgart, oder? Ich stehe in Stuttgart. Ob er dort noch spielt, keine Ahnung. So. So, Leute. Geht's weiter hier mit Martin Hintersäcker. Was? Hintersäcker? Hinterecker. Entschuldigung, Hinterecker. Spielt bei Gladbach, okay. Sebastian Brödel, ja, den kenne ich. Hat er bei Bremen gespielt. Robert Almeer. Spielt in Wien, okay. Ja, so Tubisic von Island. Halldorsson und Serfarsson. Von Ungarn. Adam Pinter, meine Nase, ihr hört's. Thomas Carter, Ungarn übrigens jetzt hier. Richard Kuzmix, ja, den Namen sprechen wir lieber nicht aus. Alec und Carter. Ach, der legendäre Torwart mit seiner Jeans, den feiere ich, mit seiner Jeans. Das war schon übel alt, wie ich finde, oder?
Der ist überall, ne? Viola und Kireili heißt der. Gabor Kireili. Adam Schalay. Jemand ja Nikolic. Ungarn, wie gesagt. Nemeth. Lofretzix oder so. Kleinheißler, ja, der kenne ich. Der ist, glaube ich, zur Hälfte Deutscher oder so. War das nicht irgendwie so? Spielt bei Bremen. Zack, Tschutschak oder so. Ja, der kennt ich natürlich auch. Hat, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen. Aber der hat, glaube ich, bei Mainz gespielt, oder? Mainz? Kann das sein. So, dann Schieber. Erster FC Nürnberg. Adam Nagy. Ungarn. Hannes Halldórsson. Torwart Island. Sigthorsson und Brynvarsson. Wieder für gut alte Island. Deutschland, Mats Hummels und Jerome Boateng. Sehr, sehr geil. Ui, mein Lieblingsspieler. Mein absoluter Lieblingsspieler. Thomas Müller. Sehr, sehr geil. Deutschland. Mario Götze. Sehr, sehr geil. Ja, die gute alte Tante Kaufmann weiß wahrscheinlich, dass meine Lieblingsnationalität Deutschland ist. Also was an Fußball angeht. Also, ja. Julia Draxler. Sehr, sehr geil. So, Kaya Ridi von Ukraine. Hakitski, Ukraine. Wieder von Ukraine, Shevchuk. Timoschuk, ja, hat bei Bayern gespielt, der gute alte Timoschuk. Garmasch, Ukraine. Rybalka, Ukraine. Fellaini und Jan Vertonghen von Belgien. Sehr, sehr cool. Vincent Kompany und Nicolas Lomberts, genau. Belgien. Axel Witzel und Ratja. Nainggolan, der heißt Ratja, okay, muss ich doch gar nicht. Eden Hazard, sehr, sehr geil. Cool. Jan Vertonghen, Belgien. Nicolas Lamperts, Belgien. Tobi Alderweireld, Belgien. Fellaini, Belgien. Kevin de Bruyne, sehr, sehr geil. Dries Mertens, ja, bei FIFA, der zerstört. Chatli, Belgien. Christian Benteke, Belgien, Batshuayi, ja, Batshuayi, Romelu Lukaku, Belgien, Thibaut Courtois, sehr, sehr geil. Also ich müsste mal langsam hier die, also, Tanja, ich müsste bald Belgien voll haben, so viele Belgier wie hier sind. Ja, Mignolet, Company, der Mignolet, der ist doch in der Bundesliga, oder? Ne, Liverpool, Liverpool später. Blaise Matuidi, Frankreich, Paul Pogba, sehr, sehr geil. Paul Pogba. Also da gibt es auf jeden Fall auch bald ein Map-Update zu der Serie. Hugo Lloris. Uiuiui. Antoine Griezmann und Oliver Giroud. Huhu. Geil. Sehr, sehr geil. Griezmann, Giroud. Geil. Sagna und Hugo Lloris. Sehr, sehr geil. Valbuena und Diarra. Diarra und Valbuena. Nochmal. Morgan Schneiderle. Frankreich, Antoine Griezmann. Jawolski. Sagna. Mathieu Valbuena hat bei der Euro leider nicht teilgenommen, wie ich finde. Also, ja, war so, glaube ich, ne? Anthony Martial. Manchester United unter Vertrag. Mamadou Sakho. Ja, die muss man können. Raphael Varane. Paul Pogba. 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 Stefanenko. Edmar. Und Ole Gusev. Ja, das waren 80 Sticker, Leute. Geil, geil, geil. Also da wird es auf jeden Fall ein fettes Mappen-Update geben. Ja, Leute. Aber vereinzelt. Es wird vereinzelt Mappen-Updates geben. Also, ja, wahrscheinlich 6 Parts oder so. 6 oder 7 Parts. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall jetzt schon mal. Also, ja. Das ist ja cool, auch das ist ja cool eingepackt, wie ich finde. So, Leute, kommen wir mal zu, ja, wo sollen wir anfangen? Extra, extra, extra. Huhu, geil. Matchtext und Star Wars. Ja, die gute Anzahl, der weiß wahrscheinlich, dass ich Star Wars-Fan bin. Ja, machen wir einfach mal hier. Das war der Tausch, genau, das war der Tausch. Sehr, sehr schöne Schrift. Also, so. Also, ja, wegen dem Image Bundesliga Orakel, deswegen brauche ich die ganzen Logos. Haben wir hier von FC Augsburg. Eintracht Braunschweig, haben sie das Logo geändert, also für diese Saison. Deutscher Fußballmeister 1967, genau, 67. SG Dynamo Dresden, sehr, sehr geil, also, ja. Dresden, Leipzig, Bayern, meine Lieblingsclubs und ich habe jetzt alle davon, also, nee. Leipzig fehlt mir noch, genau, Leipzig fehlt mir noch, also, sehr, sehr geil auf jeden Fall, Dresden-Logo, huhu, geil.
TS460 München, sehr, sehr geil. S2000 und VfB Stuttgart. Okay? Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, die vielen Extras, Leute. Sehr, sehr geil. Ja, machen wir hiermit. Extra 4, achso, extra 2, extra 3 und ja, ich habe schon geordnet, also okay. So, extra 2, genau, viel Spaß, also werde ich auf jeden Fall haben. So. Genau, machen wir so hier. So, haben wir hier von SV Darmstadt 98, haben wir hier Offensiv-Trio, Kempf, Gondorf und Teller, genau, das ist von der 15-16 Serie, genau. 15-16, denke mal hier hin. Also, vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Extras. Von 14-15, genau, von 14-15, das war 15-16. Christopher Schindler. Von Schalke 04, auch wieder 14-15, haben wir hier Roman Neustädter. Hoffenheim 98, oder 98, ja, ne? 1899, Entschuldigung. Janik Westergaard. FC München Abwehr haben wir hier Holger Badstuber. Von Paderborn haben wir hier Mario Franchic und noch eine Clubkarte zum Schluss. Und die kommt hier von SV Werder Bremen. Also sehr, sehr cool. Das ist von Matchtext 1415. Die kommt mal hier hin. Zack, boom. Extra 3. Ja, würde ich sagen, einfach mal. Extra 3. So. Zack, boom. So. So, haben wir ja, das ist alles von 15-16. Mainz Angriff haben wir hier Maximilian Beister. Kommt mal bitte hier hin. Wieder von Mainz Angriff und jetzt ist hier, ihr kennt das von meinen Let's Plays. Bei meiner Hintergrundmusik ist immer so eine komische Werbung mit hinterlegt, also. Bitte nicht wundern, das ist auf jeden Fall hier Florian Niederleichter von Mainz 05. Wieder von Mainz 05 Mittelfeld, Allrounder Fabian Frey. Mittelfeld FC Mainz 05, also viele Mainzer, das ist cool. Das ist alles Mainzer, okay, cool. Christoph Moritz, der fehlt mir glaube ich noch. Und der fehlt mir glaube ich auch noch, also sehr, sehr cool. Mainz 05 Abwehr haben wir hier noch Daniel Brosinski. Mainz Abwehr haben wir hier Leon Balogun. Mainz Mittelfeld haben wir hier Christian Clemens. Also da kommt mir, also stimmt, den habe ich auch noch nie in der Hand gehalten, die Karte. Also die fehlt mir wahrscheinlich auch noch. Mainz Angriff Jairo Saperio. Mainz Abwehr sehr, sehr cool. Viererkette Brozinski, Bunkert, Bell und Beckson. Also ja. Und dann nochmal hier Abwehr Viererkette von Leverkusen, also sehr, 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 sehr geil, wie ich finde. Ja, Leute, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Extra. Dieses Video für dieses Mail Day. Extra Nummer 4. Matchtext Star Wars. Cool, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. So, die Star Wars Kombo kommen wir zum Schluss. Zack, boom. So, da fangen wir an mit Darmstadt Abwehr Mittelfeld. Haben wir hier Jan Rosenthal von Darmstadt wieder. Darmstadt Angriff haben wir hier Markus Seiler, der mit dem Bart. Also, wo ist der eigentlich? Den habe ich ewig nicht mehr gesehen bei Darmstadt. Darmstadt Mittelfeld haben wir hier wieder Florian Jungwirth. Dortmund Mittelfeld haben wir hier Hendrik Mkhitaryan. Der ist, glaube ich, bei Menu noch nicht richtig klargekommen, wie ich finde. Also bei Dortmund hat er klar besser gespielt. Bei Dortmund. Dort im Mittelfeld haben wir hier Shinji Kagawa. Okay. Hat auch mal bei Menu gespielt. 12-13 glaube oder 11-12. 12-13 glaube. So, dann haben wir noch Abwehr von Dortmund. Haben wir hier noch Lukas Piszczek und eine Star Wars Karte zum Schluss. Und die ist hier von Direktor Krennic, nämlich von Star Wars Rogue One. Sehr, sehr geil, auf jeden Fall die Karte. Direktor Krennic. Der ist ja zum Schluss gestorben. Also, ich war im Kinofilm bei Rogue One. Und ich muss sagen, so schlecht war der Film gar nicht. Also, ja, da war eigentlich sehr cool, wie ich finde, der Rogue One Film. Und ja, ihr hört meine Nase. Also, total verstopft. Aber trotzdem fit. Und ich würde sagen,
war's für diesen Mailday. Also nochmal tausend Dank und tausend Daumen auf jeden Fall für dich, Tanja. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich stunde auf jeden Fall noch gleich noch Map-Update. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder. Jawohlski. Skywalker. Möp.